Willkommen zur Fachsession ICT Beschaffungspraxis. Mein Name ist Andrea Segesser. Ich bin Beraterin für WTO-Ausschreibungen und für diese Fachsession die Moderatorin für heute. Das erste Referat halten Manuela Geisler und Jennifer De Capitani mit dem Titel "Jede Beschaffung profitiert vom wettbewerblichen Dialog". Bevor ich das Wort den zwei Referentinnen übergebe, möchte ich noch kurz was fragen. Wer von Ihnen hat schon mal einen Dialog in einem Beschaffungsprozess durchgeführt? Hand heben bitte. Okay, spannend, danke. Das trifft ungefähr die Einschätzung von Manuela Geisler und Jennifer De Capitani, welche festgestellt haben, dass ein Dialog im Beschaffungsprozess oft gemieden wird. Wieso es aber sich dennoch lohnen würde, in den Dialog zu treten mit den Anbieterinnen, das hören wir jetzt. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Danke. Genau. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele jetzt hier sind bei unserem Vortrag zu diesem Thema. Sie haben vielleicht gesehen, es gibt einen QR-Code. Vielleicht hatten die einen auch schon Mut, diesen zu scannen. Wir haben nämlich dahinter versteckt eine Frage, die wir auch schon in den letzten Tagen den CAS-Teilnehmenden von diesem Jahr und auf LinkedIn geteilt haben. Und wir sind gespannt auf die Antworten. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden Zeit, dass Sie hier vielleicht auch mitmachen können, wenn Sie wollen. So, die noch nicht gescannt haben, können sonst auch oben hier auf dem Bild den Link von Hand eintippen, wenn Sie wollen. So, also wir haben gefragt, was ist ein Dialog? Weil viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon etwas davon gehört, vielleicht auch eine Idee oder eine Meinung dazu oder auch einfach eine Meinung schon gehört und möchten das loswerden. Und ich schaue mal drauf, wir sind in der Mitte innovativ. Das freut mich sehr, weil ich auch der Meinung bin. Wir sehen auch zielführend, flexibel, schmerzhaft und aufwendig sehe ich auch. Ja, das hochnotwendig. Okay. Ja, ist sehr spannend. Danke auch für alle Ihre Antworten. Für mich ist das einfach ein gutes Bild, das zeigt, es gibt Vor- und Nachteile. Und wir möchten Ihnen heute einfach auch zeigen, was bedeutet ein Dialog, wenn Sie vielleicht hier aufwendig geschrieben haben. Gibt es vielleicht auch andere Formen, wie man in den Dialog treten kann? Und was können wir tun? Oder in welchen Situationen ist ein Dialog sinnvoll? Warum machen wir den Dialog überhaupt? So. Toll, jetzt habe ich Ausschreibungsunterlagen fertiggestellt. Als Beschafferin ist das der erste Schritt zum Erfolg. Jetzt haben wir zig Reviews hinter uns gebracht. 3 oder 4 Mal wurden alle Unterlagen überarbeitet. Und jetzt sind wir überzeugt. Jetzt haben wir sehr gute Unterlagen. Ich habe sogar Simulationen gemacht. Das muss jetzt einfach klappen. Das wird klappen. Wir haben es jetzt publiziert und wir hoffen einfach, dass keine Fragen mehr kommen. Ja, ich sehe dir deine Erleichterung an. Du hast da wirklich viel Arbeit reingesteckt. Aber was ist denn so falsch an Fragen? Ja, also es ist halt so, dass wir uns eigentlich schon alle Gedanken dazu jetzt schon gemacht haben. Und eigentlich wissen wir, dass wir das richtig geschrieben haben. Und wenn Fragen kommen, weiß ich halt einfach nicht, ja, haben Sie die Unterlagen vielleicht nicht gelesen, die Anbietenden? Also eigentlich sollten keine Fragen mehr kommen, denke ich. Ja, leider habe ich als Anbieterin trotzdem eine Frage. Wieso ist der Einführungstermin der 30. November? Ja, das gibt natürlich eine sehr einfache Erklärung dazu. Wir haben gesagt, Ende Dezember muss das System abgelöst werden. Also haben wir einen Monat Reserve, voilà. Und dann Ende November muss das stehen. Das ist schon sportlich. Ja, irgendwas können wir euch sicherlich hinstellen, aber wir müssen dann wirklich darüber sprechen, welche Funktionalitäten dringend abgedeckt werden müssen. Vielleicht kann man dann auch etwas in einem späteren Release machen. Ja, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Aber wir hätten auch gerne ein Angebot von euch und auch ein realistisches Angebot. Ja, das bringt mich jetzt schon ein bisschen
durcheinander. Ja, so ein Monat ist natürlich wirklich sehr, sehr sportlich. Also ich würde vorschlagen, dass wir kurz zusammen sprechen und dann schauen, was wir jetzt schon übernehmen könnten und was vielleicht in einem Release, welchen wir vielleicht schon vorziehen könnten, wäre auch ein Vorteil, dass ihr dadurch euer Risiko noch minimiert. Ja. Aber ich glaube, wir sollten da wirklich drüber sprechen. Ja, das klingt so, wir sollten darüber sprechen. Ja. Ja, genau das ist häufig das Dilemma bei der öffentlichen Beschaffung. Die Beschaffungsstelle setzt sich wirklich so intensiv mit den Ausschreibungsunterlagen und allen auseinander, dass man eigentlich überzeugt ist, dass man jetzt wirklich ein Meisterwerk geschaffen hat und das für die Anbieter ja sowieso klar ist. Der Anbieter wiederum, ja, er muss da einfach ein wenig interpretieren und es ist sein Verständnis. Und daraus folgend ist dann natürlich auch ein Angebot basierend auf seinem Verständnis von den Anforderungen der Beschaffungsstelle. Dies führt dann natürlich dazu, dass wir nicht unbedingt die Angebote bekommen, die wir möchten. Also nicht, weil schlechte Angebote sind, sondern einfach, weil der ganze Bedarf, eigentlich die Anforderungen nicht abgedeckt ist. Wenn man jedoch schon frühzeitig in das Gespräch geht, kann man vorbeugen, dass es wirklich keine Missverständnisse gibt. Man kann sich entsprechend austauschen, sicherstellen, dass der Anbieter das Ganze verstanden hat. Und der Anbieter hat auch die Möglichkeiten, in einem Dialog seine offenen Fragen und sein Verständnis zu klären. Das Ganze gibt einen entsprechenden Benefit, dass man erstens einmal vergleichbarere und realistische Angebote hat. Vor allem Angebote auf den Bedarf und nicht auf das Verständnis abgestimmt. Und dann ist es so ein Bonus, ist eigentlich der erste Baustein für eine gute Kommunikation mit einem potenziellen Lieferanten schon gelegt. Jetzt können Sie sich vorstellen, es ist nicht immer die beste Idee, die Zügel aus der Hand zu geben, zu publizieren und zu hoffen, dass dann wirklich die passenden Angebote reinkommen. Insbesondere auch in der heutigen Zeit, Beschaffungsskandale, schlechte Schlagzeilen und so, das kann auch zu späteren Zeitpunkt, Jahre später, noch publik werden. Und vor allem empfehlen wir sehr, dass man wirklich nicht nur auf die Beschaffung schaut, sondern auf das Gesamtprojekt. Und ja, wenn wir jetzt zur Durchführung den Dialog gehen, ist es vor allem wichtig, dass wir am Anfang einmal schauen, was wollen wir eigentlich erreichen mit dem Dialog. So können wir den entsprechenden Inhalt festlegen, dann auch die entsprechenden Iterationen festlegen und die Modalitäten entsprechend definieren. Dann stellt sich natürlich auch die Frage bezüglich der Vergütung. Will man eine Dialogvereinbarung machen, Vergütung ausstellen oder ist der Aufwand wirklich so gering, dass das nicht notwendig wäre? Bei der Verfahrensart muss man sich auch die Frage stellen, aber eigentlich die Hauptfrage ist das wirklich der einzige Weg? Geht es auch nicht einfacher? Ja, wir haben einige innovative, einfachere Ansätze mitgenommen, die wir Ihnen nun präsentieren werden. Interessanterweise ist so ein Flowchart, wie er vielleicht hier etwas komplex aussieht, ist das, was wir am häufigsten antreffen, wenn eine Organisation sich für den Dialog entscheidet. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, wie man vielleicht einen neuen Weg gehen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Wald. Der Wald hat viele Bäume. Die Bäume sind eigentlich so analog zum Gesetz, mit Gesetzesartikeln, die uns ein bisschen einschränken, durch die wir nicht hindurch können. Es gibt auch oft einen Weg, der schon gepfadet ist, vielleicht ein Wildtierpfad, einen Weg, den schon viele gegangen sind, den vielleicht auch die Tiere benutzt haben. Und die Frage ist dann, gehen Sie einfach den gleichen Weg wie die anderen? Oder finden wir vielleicht ein bisschen abseits, vielleicht die reiferen Beeren oder die größeren Steinpilze? Wie holen wir die Chancen, indem wir vielleicht uns überlegen, ist das der Weg, den wir gehen wollen? Es kann sein, ja, aber muss nicht. Wenn wir eine Beschaffung starten in einer komplexen Umgebung, in der der Dialog allenfalls eben sinnvoll ist, dann fragen wir eigentlich immer die gleiche Frage. Wie würden Sie am liebsten vorgehen? Und dann kommt
ein Ablauf, der sehr häufig kommt, ist, am liebsten würden wir Anbieter A, B, vielleicht C einfach anfragen. Wir würden gerne ihnen sagen, um was es geht, was wir brauchen. Und dann werden Angebote ausgearbeitet. Wir machen dann iterativ, erklären wir, was wir doch noch mehr brauchen oder weniger und vergleichen die Angebote und machen das eigentlich so lange, bis wir möglichst 3 oder 2 Angebote haben, die miteinander vergleichbar sind. Und wenn wir diese vergleichbaren Angebote haben, dann können wir uns entscheiden, welches das bessere Angebot ist und erteilen dann einen Auftrag. Jetzt ist es so, dass wir in der öffentlichen Hand ja das Gesetz haben, wie Sie bekanntlich wissen, und das Gesetz macht es ein bisschen schwieriger und wir können da nicht einfach das, was wir am liebsten wollen, auch wirklich tun. Wir müssen diese Grundsätze beachten und dazu habe ich Ihnen hier eine Übersetzung dessen, was am liebsten gemacht wird, wie wir das umsetzen können mit dem heute bestehenden Gesetz auf Bundesebene zumindest und hoffentlich bald auch bei den Kantonen. Wir können Anbietende selektieren, das haben wir mit dem selektiven Verfahren die Möglichkeit. Wir können aber auch offen ausschreiben. Wir publizieren auf jeden Fall den Bedarf. Wir erhalten Offerten, zuerst noch die Fragerunde, genau. Es gibt eine Fragerunde, man kann gewisse Sachen klären in der Fragerunde. Dann kommen Offerten rein. In diesem Fall führen wir vielleicht einen Dialog durch, um eben dieses Iterative reinzubringen. Und dann können die Offerten finalisiert werden. Am Ende wählen wir das vorteilhafteste Angebot aufgrund Kriterien, die wir von Anfang an schon definiert hatten. Für den Dialog heißt das, dass wir uns im Vorfeld überlegen müssen, was ist der Inhalt? Wie lange sollen wir miteinander sprechen? Wie viele Iterationen braucht es allenfalls? Auch, was sind allgemeine Modalitäten? Müssen alle Anbietende vor Ort kommen? Können wir vielleicht auch gewisse Dinge virtuell klären oder auch schriftlich klären? Und wie vergüten wir diese? Und wie dokumentieren wir den Dialog? Das sind so Grundpfeiler. Wenn Sie diese mitnehmen, dann können Sie schon mal loslegen. Es ist natürlich noch nicht alles, aber mit diesen Fragestellungen haben Sie schon einen sehr guten Rahmen gesteckt für einen Dialog. Toll. Wir haben jetzt 8 Fragen erhalten. Ich bin sehr froh, dass es nicht mehr waren. Und wir haben sie alle beantwortet. Ein paar waren ein bisschen irritierend, schwierig. Wir haben sie aber dann so ein bisschen auf der Oberfläche beantwortet und hoffen, dass das jetzt genug ist. Wir denken schon. Und jetzt warten wir auf die guten Offerten, die reinkommen. Ja, so eine Fragerunde ist schön und gut. Ich habe es jetzt durchgelesen, aber ja. Ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr als vorher und der Verweis auf die Ausschreibungsunterlagen, ja, wenn ich diese nicht gelesen hätte, ja, dann würde ich auch nicht die Fragen stellen. Ja, es ist irgendwie schon noch viel unklar. Ich würde sehr gerne mit der Beschaffungsstelle sprechen, weil jetzt muss ich mir als Anbieterin überhaupt überlegen, ob ich ein Angebot einreichen möchte, um den Aufwand überhaupt in Angriff zu nehmen. Der Vorteil an der schriftlichen Fragerunde ist auch, dass ich alles abklären kann. Ich habe alles mit der Legal-Abteilung besprochen und jetzt weiß ich einfach, das ist die Antwort. Es ist sehr planbar, jetzt ist es durch und erledigt und jetzt warten wir auf die Angebote. Ein Kollege von mir hat einmal 2 Fragerunden gemacht. Das ist ja doppelt so viel Aufwand und ich bin froh, bin ich jetzt schon durch. Ja, ich lese immer noch die Frage und Antworten durch. Was will mir die Beschaffungsstelle mitteilen? Ja, einfach so, vielleicht wäre es wichtig, wenn ich mit Ihnen in den Dialog treten könnte, wenn Sie wenigstens die Fragen laufend beantworten könnte, so dass ich eine Folgefrage stellen könnte, das würde schon helfen. Und vielleicht würde ja auch die Beschaffungsstelle merken, dass vielleicht eine Berichtigung oder so notwendig wäre, damit sie wirklich die richtigen und passenden Angebote kriegt. Ach, es wäre schön, wenn ich da in Austausch treten könnte. Ja, was wäre, wenn wir die Fragerunde anders gestalten würden? Wenn wir statt einer Runde oder einer Frage und einer Antwortenrunde ein Forum machen würden, wo wir über eine bestimmte Zeit, zum Beispiel vielleicht 2 Wochen
stets laufend Fragen reinkommen und auch beantwortet werden können. Man kann auch, Anbietenden können auch auf Fragen anderer Anbietenden reagieren. So könnte man ja auch schon eine Art Dialog führen. Es ist nicht ein Dialog, so wie es im Gesetzestext vorgesehen ist, aber es ist auch gemäß Gesetz nicht verboten, die Fragerunde anders zu gestalten. Und es gibt die Möglichkeit daraus, dass wir bessere Klärung haben davon, was wirklich als Bedarf formuliert wurde. Und die Anbietenden verstehen besser, worum es geht und können letztendlich auch die besseren Angebote erstellen. Was bedeutet dies? Dies bedeutet, der Inhalt ist komplett frei. Die Dauer würde ich fixieren auf eine bestimmte Anzahl Tage, Wochen, vielleicht 2 Wochen. Dann die Anzahl Runden kommt einfach darauf an, wie viel man beantwortet, wie schnell. Da würde ich auf jeden Fall sicherstellen, dass die Entscheidungsträger und die Personen bei der Bedarfsstelle, die Antworten haben, auch wirklich vor Ort sind und nicht im Urlaub in der Zeit. Und offen ist das Frageforum dann für alle Anbietende. Müsste man vielleicht noch die Anonymität sicherstellen. Und es wäre auch nicht notwendig, in so einer Form die Anbietenden zu vergüten. Und die Dokumentation ergibt sich eigentlich aus dem Forum raus. Oder Sie können auch dazu übergehen, dass Sie sagen, das Forum ist ein Findungsprozess und wir machen eine Zusammenfassung am Ende. Und das ist dann eigentlich das, was gilt. Und wir können ja vielleicht auch schon von Anfang an planen, dass wir eine Berichtigung vorsehen, sofern das sinnvoll ist am Ende der Fragerunde. Und diese Berichtigung wäre dann auch keine Schande, sondern bewusst als Mittel genutzt, um möglichst den klaren Bedarf zu formulieren und die besten Angebote reinzubekommen. Das ist eine Möglichkeit, die auch heute schon Kantone in irgendeiner Art und Weise schon durchführen könnten. Da muss man nicht warten, bis das neue Gesetz den Dialog erlaubt offiziell. Da könnte man schon so einen Dialog mit den Anbietenden führen. Möchte man jetzt trotzdem nochmal zurück zum richtigen offiziellen Dialog gehen, aber vielleicht stellt man sich vor, wir möchten das aber kürzen, weil die meisten Dialoge, die heute stattfinden, oder sehr viele, sind sehr aufwendig, sie sind sehr lange, es dauert lang, es hat viele Iterationen, es gibt viel Papier, es wird viel besprochen, auch sinnvoll in größeren Beschaffungen, aber vielleicht habe ich gar nicht so eine riesige Beschaffung, aber die Komplexität ist trotzdem da und ich möchte etwas klären. Wie könnte ich den Dialog kleiner gestalten? Auch hier wieder, wir gehen durch die Checkliste durch, wir können uns überlegen, den Inhalt zu verringern. Wir müssen nicht über jeden einzelnen Punkt und jede Anforderung sprechen. Wir können auch sagen, über welche Punkte wir sprechen möchten oder wo wir zum Beispiel intern die Know-how-Lücken haben, die wir mit den Anbietenden erschließen möchten. Dann, die Dauer sollte dann wirklich auch sehr kurz sein. Also machen wir das im Rahmen einer normalen Anbieterpräsentation oder einer bisschen ausführlicheren Anbieterpräsentation, zwischen 2 bis 4 Stunden vielleicht. Es darf auch doppelt so lang sein, wenn es sinnvoll erscheint. Es gibt aber einfach eine Iteration. Danach werden die Unterlagen nochmal versendet mit den neuen Erkenntnissen und die Angebote neu erstellt. Generell könnte man das auch virtuell machen. Bei virtuellen Dialogen hat man den Vorteil, dass man bei den meisten Tools den Aufzeichnungsknopf drücken kann und damit auch gleich die Dokumentation mindestens auf der einen Seite für das gesetzliche Minimum hat man das erledigt. Man kann immer noch ein Protokoll erstellen mit den wichtigsten Erkenntnissen, die wir dann in den Unterlagen vielleicht auch übernehmen. Und Vergütung muss gar nicht unbedingt sein, weil es auch nicht üblich ist, bei Anbieterpräsentationen Anbieter zu vergüten, kann aber sein. Das ist dann letztendlich denen überlassen, die diesen Dialog auch planen und genauer auch eruieren, was sie darauf rausholen wollen. Genau. Sie sehen also, ich komme zum Fazit. Wenn Sie jetzt etwas mit nach Hause nehmen, dann sind es diese 3 Punkte. Einerseits wünschen wir uns, dass Sie verstehen, dass der Dialog in komplexeren IT-Projekten, aber auch in vielen anderen Beschaffungen immer stattfindet. Sie entscheiden aber als Beschaffungsstelle, ob der Dialog vor oder nach dem Zuschlag stattfindet. Dann
gibt es Wege, die wir einfach gehen können, weil es andere weil andere diesen Weg genommen haben. Aber bitte überlegen Sie sich, ob das der sinnvollste Weg ist für den Fall, den Sie haben. Hier empfiehlt es sich auch, dass Lieferanten und Bedarfsstellen ab und zu miteinander sprechen, und zwar nicht über das Verfahren oder im laufenden Verfahren, sondern darüber, welche Ausschreibungen für Lieferanten besser sind auszufüllen, welche sind schwieriger und warum und was können wir tun, damit wir auch die Diskussion, die wir heute früh schon gehört haben, den Anbietenden möglichst gute Bedingungen auch stellen, damit wir möglichst am Ende auch gute Offerten haben und gute Aufträge letztendlich vergeben können. Dann ist das Letzte ist mir besonders eine große Herzensangelegenheit. Neue Ideen sind wichtig. Neue Ideen prägen unsere Vergabelandschaft. Und es ist wichtig, dass man die neuen Ideen auch bringt und umsetzt und probiert und mal sieht, wie reagiert der Markt, was können wir daraus rausholen. Denn wenn wir gleich beschaffen wie schon immer, dann wird auch immer das Gleiche daraus kommen und wir haben auch die gleichen Herausforderungen, die wir schon immer hatten. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg beim Umsetzen oder bei den Diskussionen und falls Sie jetzt noch Fragen haben, dann treten wir gerne mit Ihnen in den Dialog. Wer möchte eine Frage stellen? Adriano Moser. Jenny, ich habe noch die Frage. Du hast aufgezeigt, im Prozess der zweite Schritt, publizieren, also den Bedarf publizieren. Was stellst du dir da vor? Kommt da die ganze Anforderungsliste mit oder ist das nur ein grob beschrieben? Wie ist das? Also das kommt darauf an, was ihr beschaffen wollt. Aber ich würde nicht empfehlen, einen Dialog dann durchzuführen, wenn ihr nicht so genau wisst, was tun. Das würde ich nicht empfehlen, aber das sind eigentlich zwei Fragen. Also das ist die eine Antwort. Schreibt etwas aus, publiziert das, was ihr sonst sowieso auch publiziert hättet und Angebote erhalten hättet. Aber ihr wollt jetzt noch bessere Angebote. Das zweite ist, wie schreibe ich aus? Entweder kann ich ausschreiben, indem ich eine ganze Liste von Anforderungen mache und dann kann ich einen Werkvertrag ausschreiben und diesen kann ich vielleicht noch zuerst diskutieren und danach ist los und wir sehen dann am Ende, was rauskommt. Oder wir können eher in die Richtung gehen, wo wir Kompetenzen beschaffen und dann geht es vielmehr um die Qualifikation der Anbietenden und weniger um die konkreten Anforderungen. Und das kommt wirklich, also meistens finden wir uns irgendwo in der Mitte wieder, was richtig ist, weil irgendwelche Anforderungen stellen sich trotzdem. Aber das ist wirklich der große Teil der konzeptionellen Arbeit im Vorfeld. Vielen Dank. Darf ich noch eine Folgefrage stellen? Und zwar, der erste Prozessschritt ist das selektive Verfahren. Das Gesetz erlaubt den Dialog, aber auch im offenen Verfahren. Hast du da Ideen, wie man das machen soll? Oder du sagst, im selektiven kann ich einschränken mit den Eignungskriterien. Im offenen Verfahren kannst du das nicht. Wie willst du? Willst du da 100 Leute einladen oder wie siehst du das? Nein, also da würde ich ähnlich vorgehen wie bei Anbieterpräsentationen, die wir oft auch nur denjenigen anbieten, die in der engeren Auswahl sind. Gewisse Vergabestellen sagen, alle, die eine Chance auf einen Zuschlag haben, die sollen eingeladen werden. Andere interpretieren das Gesetz etwas anderes und sagen von Anfang an, es gibt eine bestimmte Anzahl Anbietende. Aber das würde ich auf jeden Fall einschränken. Es müssen vom Gesetz her müssen mindestens 3, sofern möglich, also wenn 3 gültige Angebote kommen, wären es mindestens 3, die man einladen muss. Aber sonst wäre man da auch offen, diese Selektion im offenen Verfahren durchzuführen. Danke. Weitere Fragen? Jetzt bin ich schon oben, ich könnte gut in diese Richtung. Ich habe sonst noch eine Frage mir notiert. Und das geht um die Gleichbehandlung. Ist ja immer so ein Thema, wie stellt man die Gleichbehandlung im Dialog sicher? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, im Rahmen der Gleichbehandlung, das ist natürlich ganz wichtig und auch, dass man das Ganze dokumentiert und sicherstellt, aber auch im Rahmen von anderen Verfahren ist es immer so ein wenig ein Klippenspaziergang, wenn wir das so nennen sollen. Also es gibt halt einfach Situationen, die die Gespräche ein wenig weitergehen wollen. Willst du das noch ein wenig ergänzen, Jenny? Ja, also die Gleichbehandlung ist eines der Ziele. Es gibt andere Ziele und die müssen nicht alle gleichzeitig genau gleich beachtet werden. Ich sage nicht, dass ihr die Gleichbehandlung nicht beachten solltet, auf jeden Fall. Aber es kann natürlich, es ist logisch, dass wir in einem Dialog nicht eine identische Behandlung aller Anbietenden erlangen können. Und darum würde ich einfach sagen, achten Sie darauf, dass es eine faire Behandlung ist, die möglichst gleich ist. Gut, vielen Dank. Hier hat sich noch eine Frage ergeben. Dietmar Wettach, ich habe eine Frage. Was ist Ihnen schon mal ein Fall untergekommen, dass Sie in den Dialog getreten sind und dann rausbekommen haben, dass Sie Anforderungen haben, die gar nicht umsetzbar sind? Also ist schon mal, Sie haben ja in Ihrer Zeichnung gesagt, dass eventuell die Offerten dann angepasst werden. Ist es auch schon mal so, dass der Anforderungskatalog sich dadurch geändert hat? Ja, auf jeden Fall kann das sein. Wir müssen einfach vorsichtig sein, wenn wir aufgrund der Änderungen den Anbieterkreis ändern würden. Das geht nicht. Aber wenn ich zum Beispiel aufgrund der Diskussionen feststelle, dass meine Vision, wie ich mir das vorgestellt habe, vielleicht nicht so einfach war, wie ich es mir vorgestellt habe, oder dass gewisse Musskriterien vielleicht extreme Kostentreiber sind, die gar nicht zwingend nötig sind und anders gelöst werden können, dann kann das durchaus ein Ergebnis des Dialogs sein. Einfach immer wieder überlegen, habe ich jetzt Anbietende ausgeschlossen von Anfang an, die jetzt gerne mitmachen würden, dann haben wir ein Problem. Das dürfen wir nicht. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja. Ich habe keine Frage, sondern noch einen Anschlusskommentar zu der Frage von eben. Also wir hatten mal ein Frageforum durchgeführt und haben dann wirklich festgestellt, dass einige Anforderungen nicht umsetzbar sind und haben dann genau berichtigt, um im Prinzip allen Anbietern nochmal die Möglichkeit geben zu können, aufgrund der angepassten Anforderungen nochmal ein Angebot abzugeben. Und das wäre nach einem Dialog prinzipiell auch noch möglich. Eine Berichtigung nach dem Dialog? Da müsste man dann abbrechen. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist sicher so, ich würde da wirklich sagen, das ganze Konstrukt der Beschaffung, nutzen Sie das, was es gibt und sorgen Sie dafür, dass das Endprodukt auch das ist, was Sie brauchen. Also wenn Sie feststellen, die Anforderungen müssen wir so fest ändern, dass es halt abgebrochen werden muss und neu ausgeschrieben werden muss, dann bitte machen Sie das. Wir müssen nicht durchdrücken, nur weil wir von Anfang an in diese Richtung gegangen sind und gemeint haben, das sei richtig. Wenn es falsch ist, dann ist es falsch, dann müssen wir es korrigieren. Noch eine letzte Frage, falls noch Fragen offen sind. Ja. Es wurde erwähnt, wegen der Vergütung der Anbieter. Könnt ihr dazu etwas sagen? Also rechnet man dann normale Marktpreise für den Aufwand, den man hat als Anbieter, oder ist es ein bisschen günstiger oder weniger? Also ich würde es generell so sagen, kommt dann wirklich darauf an, in welcher Form führen wir den Dialog entsprechend durch. Also wenn wir jetzt wirklich das Ganze sehr schlank gestalten, da stellt sich dann wirklich die Frage, ist die Vergütung überhaupt gerechtfertigt? Gibt es nicht noch fast weniger Aufwand als jetzt effektiv eine ziemlich ausführliche Angebotspräsentation? Darum würde ich sagen, immer einmal betrachten, was der Dialoginhalt ist und dann von dem her entscheiden. Also die Höhe der Vergütung ist auch oft eine, kann man vielleicht eher unter Entschädigung verstehen. Es ist nicht so, dass wir da horrende Stundensätze einkalkulieren mit 8 Dialogteilnehmern pro Anbietende etc. Also es ist eine Entschädigung, die nicht unbedingt gleich lukrativ ist wie der Auftrag im Anschluss. Ja. Aber es ist nicht verboten, das gut zu vergüten. Das ist nicht, darf man.
Vielen Dank für diese Beantwortung.